Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Jacob Taylor hatten wir hier getroffen und er wollte uns ein paar Fragen beantworten, nachdem wir jetzt die Max vernichtet hatten. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Erstmal, wer bist du jetzt überhaupt genau? Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Na gut, habe ich mal ein bisschen Schwung. Ja, ich habe nicht wirklich Schwung reingebracht, glaube ich. Und diese Miranda, die wir, glaube ich, schon mal gesehen hatten und die wir eben über Funk gehört haben, was ist denn mit der? Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Nicht wirklich. Ging einfach weg, ne? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Mhm. Was war denn jetzt überhaupt mit mir los? Also ich weiß ja nur, dass ich im Weltall war. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Zum Beispiel? Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Das ist ja schön. Und das ist also dieses Lazarus-Projekt? Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Würde mich mal interessieren, warum? Was ist an mir so wichtig jetzt? Und was ist mit meinen anderen Leuten? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Das ist auch schon mal gut. Und wo sind die? Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Ja gut. Also ich hätte jetzt sagen können, ich will sie finden, aber das ist, glaube ich, im Moment nicht meine erste Sorge. Wichtig ist natürlich, wieso wird diese Station jetzt angegriffen? Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Also wollen die mich hier immer noch töten, oder was? Aber ich glaube, jetzt haben wir hier alle Sachen durch. Na, dann mal raus hier. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Okay, wer Wilson ist, das werden wir später vielleicht noch rausfinden. Verschwinden wir von hier. Mit Sicherheit. Zu den Wartungstunneln kommen wir durch diese Tür. Muss halt hier immer die Balance finden zwischen ich möchte was erfahren, aber auch den logischen Sachen.
wie hier zum Beispiel das wohl rausgehen besser ist. Das Lazarus-Projekt tritt in Kürze in seine letzte Phase ein. Es hat fast 2 Jahre gedauert, aber wir haben es geschafft. Commander Shepard lebt. Das ist die erstaunlichste medizinische Leistung in der Geschichte. Vielleicht zeigt Miranda jetzt endlich etwas an. Deswegen aus dem Grund hier nicht alles anhören. Stundenlang, was da vorgelesen wird. Mal neue Muni. Immer schön rüberlaufen. Oh. Nein, ich wollte gar nicht wechseln. Da habe ich versucht, irgendwie meine Geschwindigkeit zu schneller. Die ganze Station ist voller Max. Ich gebe wirklich mein Bestes. Und dann noch mehr? Ich glaube, das waren alle. Gehen Sie einfach weiter Richtung Kontrollraum. Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Ich tue mein Bestes. Ja, das glaube ich dir. Oh Gott, Sie haben mich gefunden! Hilfe! Wilson, wo sind Sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Scheppe! Oh Gott, ich bin getroffen! Sie haben... Da ist wieder einer weg. Hier noch irgendwas? Hier, mitnehmen. Die physische Rekonstruktion des Subjekts ist abgeschlossen. Aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig. Commander Shepard wieder genauso herzustellen, wie er vor der Explosion war. Mit der gleichen Moral und Persönlichkeit. Wenn wir seine Identität in irgendeiner Weise verändern, wenn er nicht mehr der gleiche Mann ist wie vorher, ist das Lazarus-Projekt ein Fehlschlag. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Ja, dafür muss dann doch Zeit sein. Jacob Shepard! Hier unten! Ah, da, Wilson. Ich rede gleich mit dir. Ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Glaube nicht. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Ach, der war mit Miranda an meinem Krankenbett, ne? Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Ja, schrei doch nicht so. Wilson ist schwer verwundet. Er braucht Hilfe. Und wie war das linke Maustaste? Wurde mir gerade irgendwas gesagt? Wir können hier nicht raus, bevor wir Wilsons... Ah ne, so. Bewegen Sie die Maus über... Die Einigkeitskraft. So benutze ich mittlerweile Fähigkeiten. Alles ein bisschen anders, wie man vielleicht sieht. Danke, also Messer Check 1. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Schon spannend. Ja, im Moment kenne ich aber beide nicht. Und warum soll ich überhaupt was dazu sagen? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur 2 mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Ja, das glaube ich nicht, weil die hat mich ja aufgeweckt, ne? Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die heilige Scheiße um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. So, versuchen wir es doch mal wieder. Ah, jetzt habe ich 2 Leute. Okay. Das hat ja super geklappt. Diese Kids wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Ich will aber auch mal andere Sachen probieren. Schluss und Tod! Oder auch nicht. Ich wollte eigentlich noch da mal dieses Überlasten probieren.
kürzeste Weg zu den Shuttles ist durch diese Behälter. Oh, oder vielleicht doch. Warte mal. Ha! Es reicht. Verschwinden wir von hier. So geht das. Also mittlerweile komme ich ein bisschen rein. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Ich hab da irgendwas im Kopf aus dem ersten Teil, dass das nicht die Netten waren, ne? Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Zu wem? Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja, natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Das waren ja eigentlich damals unsere Feinde. Aber aktuell habe ich da wohl keine Wahl, ne? Mir ist völlig egal, wie er heißt, solange er nur meine Fragen beantwortet. Und zwar alle. Er hat viel Zeit und Geld investiert, um sie zurückzubringen. Er wird Ihnen sicher mit Freuden alles erzählen, was Sie wissen wollen. Kann ich hier was mitnehmen? Nein. Das ist, mehr. Das ist nur die Einblendung, was ich gerade alles bekommen habe. Und ich war vorbildlich. Okay, das ist wieder was anderes. Bewegen Sie den Cursor und wählen Sie Zielcode-Segment aus. Also irgendwas, was so aussieht wie das hier. Das hier, glaube ich, wie? Ah, okay. Ja, das war... Ja. Kann ich das nochmal versuchen? Da habe ich versucht, mit der Maus was auszuwählen. Das war halt nicht so sinnvoll. Okay, jetzt muss ich was anderes finden. Mit etwas Blau. Sowas hier, glaube ich. Und sowas. Okay. Toller Zugriff. Credit gab's. Und ich glaube, hier geht's weiter. Das hatten schon die beiden für mich aufgemacht. Wir wurden entdeckt. Geht das jetzt wieder? Hab sie erwischt! Naja, so halbwegs, ne? Kommt da noch was? Genau, das war's soweit. Muni mitgenommen. Wo gehen wir jetzt lang? Wir können hier anscheinend geradeaus. Oder hier in diesem Nebenraum. Führt wahrscheinlich zum selben. Leiter Energieversorgung unter. Sie haben uns gesehen. Ach. Leiter Energieversorgung unter. Kann man auch da hinten mal dieses Überlasten drauf machen?
Gute Reise! Ich glaube, von hier kann ich nicht wirklich auf dich schießen. Von da kommt nichts. Nein, ich wollte eigentlich sprinten. Ich hatte das Gefühl, dass ich von da hinten nicht wirklich treffe. Leite Energieversorgung um. Gute Reise! Achtung, Kollision zu erwarten. Wie schön, die zwischendurch immer reden, Kollision zu erwarten. Was ich gut finde, was auch im ersten Teil ich immer gemacht hatte, dass die bitte ihre Fähigkeiten selber einsetzen, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Okay, da müssen wir schon wieder hacken. Also ich gucke jetzt hier zum Beispiel immer so auf die Farben, um so Muster zu erkennen. Und das könnte das hier sein. Dann das hier. Das war falsch. Okay, man darf wohl... Ah, man darf kleine Fehler machen. Beim ersten Mal wurde es nur abgebrochen, weil ich wahrscheinlich auf den roten... auf das rote Kreuz bekommen bin. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und hier haben wir wieder dieses andere. Hier dürfen wir echt alles so ein bisschen kennenlernen. Der ist so. Das wird mir nicht so richtig angezeigt gerade immer. Beim ersten Mal. So. Habe ich wohl nicht richtig geklickt. Das wurde schon ein bisschen knapp. Aber wir haben Credits bekommen. Deswegen geht man immer in so kleine Räume rein. Dann geht's wohl jetzt hier lang. Da wären wir nämlich auch hier schon hochgekommen. Also es ist wirklich derselbe Weg. So, Muni ist wieder da. Weiß ich noch nicht, was das Maximum ist. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... Was? Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Selbst wenn das stimmt, machen wir dann Selbstjustiz? Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Ja, aber rausfinden können wir es jetzt nicht mehr, zum Beispiel, was dahinter steckt und so. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, Sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten... Haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Aber jede Menge wahrscheinlich. Genau. Du erzähl auch mal was über das Projekt. Du bist ja anscheinend hier die Leiterin. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Jetzt kommt die Frage, warum? Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit ihnen vor. Mhm. Wo warst du? Ja, okay, wir wissen, du warst wahrscheinlich bei den Max, ne? Wie praktisch, dass sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren sie während des Angriffs?
Abgesehen davon, ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Siehste? Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn sie Wilson fragen. Es könnte sein. Und wir fliegen jetzt zum Unbekannten? Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf sie. Und kann ich nicht einfach abhauen? Ich bin nicht sicher, ob ich ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Na gut. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Und ab geht die Post. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.